Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial der Firma Schaefer Sportgerätebau. Heute möchten wir euch ein ganz besonderes Produkt von uns vorstellen, nämlich unser Feldhockeytor. Diese Hockeytore bauen wir schon seit fast 60 Jahren und haben in den letzten Jahren stetig an diesem Tor weitergearbeitet. Das Tor, was wir hier stehen haben, sieht man vielleicht auf den ersten Blick, ist eine Neuentwicklung von uns. Es ist ein Tor mit freier Netzaufhängung. Was bedeutet freie Netzaufhängung? Freie Netzaufhängung bedeutet in diesem Fall, dass das Netz hier hinten im Torraum frei hängt. Das Netz wird also nicht über den Bügel gespannt, sondern es hängt frei im Raum. Der Vorteil ist jedem Hockeyspieler, glaube ich, sofort bewusst. Der Vorteil ist, dass wenn der Ball ins Tor kommt, wird er daran gehindert, direkt an den hinteren Netzbügel zu kommen. Das heißt, der Ball wird im Netz gefangen und fällt runter. Es kommt dabei immer seltener eben zu Abprallern am hinteren Netzbügel, sodass das Spiel einfach sauberer laufen kann. Ich möchte euch heute einige Qualitätsmerkmale unserer Hockeytore vorstellen. Anfangen möchte ich mit unserer Hockeybande. Diese Hockeybande zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit Kunststoff ausgegossen wird. Warum machen wir das? Wir machen das, damit die Energie des Hockeyballs absorbiert wird und eben der Ball nicht mit der gleichen Geschwindigkeit aus dem Torraum wieder rauskommt, wie er reingegangen ist. Wir setzen hier auf ein Kunststoff ausgegossenes Profil. Das heißt, wir gießen ein Aluminiumprofil erst mit Kunststoff aus, warten einen kleinen Augenblick, bis der angetrocknet ist und überstreuen das dann mit einem speziellen Granulat. Wie das Ganze aussieht, das möchte euch einmal die Luba bei uns in der Produktion zeigen und da übergebe ich einmal in die Produktion. Danke, Josef. Und diesmal befinden wir uns in der hausinternen Lackiererei. Mein Kollege Stefan trägt gerade die Grundierung auf, damit auch der Belag nachher, also der rote Kunststoffbelag, überhaupt dran haftet und auch da bleibt, wo er sein soll. Und nach der Grundierung, wenn die trocken geworden ist, kommt der Kunststoffbelag drauf. Die Masse verteilt sich gleichmäßig, da das Tor in der Waage steht. Stefan hat in den Ecken angefangen und ist dann nochmal in die Mitte gegangen. Dadurch hat sich das Ganze verteilt und danach kommt nochmal das Granulat drauf. Und somit gebe ich ab zu Josef. Perfekt, danke Luba. Ihr konntet also schön sehen, dass wir diese Banden nicht nur ausgießen, sondern eben auch nochmal mit Holz aussteifen. Das hat den Vorteil, dass das Profil nochmal geschützt wird. Das heißt, durch den Hockeyball können keine Beulen oder Ähnliches passieren. Gut, kommen wir zu einem weiteren wichtigen Qualitätsmerkmal unserer Tore. Das ist der Torrahmen von unserem Hockeytor. Man kann es nicht erkennen, aber unser Torrahmen hat einen wirklich sehr starken Innenkern. Bevor ich in die Produktion rübergebe zu Luba, möchte ich euch dieses Profil einmal zeigen. Wenn ich das Profil einmal haben dürfte, danke sehr. Schaut man sich dieses Profil einmal an, so sieht man recht genau, dass wir hier einen wirklichen Innenkern haben. Wofür ist der Innenkern da? Eigentlich relativ logisch. Wenn der Hockeyball kommt, wird er vom Torrahmen natürlich reflektiert. Und einfache Hockeytorrahmen verbeulen recht schnell. Und das sieht nicht nur unschön aus, es führt auch dazu, dass die weiße Lackierung irgendwann abblättern wird. Bei unserem Hockeytorn bräuchte euch da keine Sorgen machen. Wir haben diesen Innenkern und wie das Ganze aussieht, wenn man sowas verschweißt vor Ort bei uns in der Produktion, das zeigt euch jetzt wieder die Luba. Danke Josef und willkommen in der Produktion. Hier haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet für das Verschweißen von Torrahmen und der Bande. Wie man sieht, haben wir hier im Gegensatz zu den Fußballtoren ein spezielles Profil. Dieses Profil wurde dazu konzipiert, auch die harten Einschläge, die Balleinschläge vom Hockey auszuhalten und ist sehr robust. Außerdem seht ihr hier auch die eingefräste Netzaufhängung, was natürlich auch das Einsetzen des Netzes erleichtert. Im Hintergrund haben wir schon mal die Bande vorbereitet. Bei der Bande handelt es sich auch um ein Spezial Bordbandprofil, welches mit den Holzstücken ausgekleidet ist. Das haben wir euch vorhin schon ein bisschen gezeigt. Da angeschweißt sind auch, wir nennen die so schön Relicals, wo die Netzaufhängung stattfindet und natürlich auch die angeschweißte Halterung für die Räder, weil das Tor muss auch sicher und leicht verfahren werden können. Wir zeigen euch gleich, wie dieser Torrahmen mit der Bande verschweißt wird und auch die eingelassenen Netzbügel dazukommen. Ich gebe schon mal ab zu Josef. Wunderbar, danke Luba. Was man ebenfalls nur in der Produktion sehen kann, ist die Tatsache, dass wir unsere Netzbügel erst in den Torrahmen einlassen, bevor wir verschweißen. Dies hier oben an der Rückseite des Tores ist es tatsächlich so, dass wir diese Netzbügel erst
vollkommen in den Torrahmen einlassen, bevor wir dann rundherum verschweißen. Gleiches machen wir natürlich mit den Banden. Auch die Banden werden erst ein Stückchen in den Torrahmen eingelassen und dann an verschiedenen Stellen nochmal verschweißt, damit dieses Tor wirklich ein festes, ganzes Konstrukt ergibt und nicht irgendwie anfängt zu wackeln oder auseinanderbricht. Auch das kann man besser in der Produktion sehen und deswegen würde ich auch hier nochmal an die Produktion, an meine Kollegin Luba übergeben. So, danke Josef. Und zwar sind wir hier gerade dabei, den Bodenrahmen bzw. die Bande einzusetzen, die danach oder daraufhin verschweißt wird. Innen drin befindet sich ein kleines Flach, was außerdem dafür schützt, dass keine Fingerfangstelle in dem Profil ist. Das zeigen wir euch gleich auch noch mal im Detail. Und jetzt wird das Ganze noch mal verschweißt. Hier sehen wir gleich einmal, wie der Netzbügel erst in das Profil eingelassen wird, um dann verschweißt zu werden. Nach der Verschweißung des Torbügels wird halt auch noch ein Flach dran geschweißt. Und das gibt dann die Stabilität, die das Hockeytor braucht. Wunderbar, vielen Dank, Luba. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein paar andere Dinge hinweisen in unserem Tor. Wir haben hier oben, von oben kann man das sehr gut sehen, an den Netzbügeln zwischen Netzbügel und Torpfosten nochmal eine Verstärkungsstrebe gebaut, damit die Netzbügel auch beim Versetzen nicht zusammengedrückt werden können. Das ist aus unserer Sicht eine ganz wichtige Sache, weil so ein Hockeytor natürlich auch von A nach B versetzt wird und das Tor als solches ist recht schwer. Das heißt, wenn man es ablässt, muss so ein Tor auch wirklich in Kräften standhalten und da sind solche Streben wirklich wichtig. Was ebenfalls noch ganz entscheidend ist, ist die Tatsache, dass wir unsere Hockeytore immer mit Rollen ausliefern, mit doppelten Rollen aus Polyamid. Warum tun wir das? Hockeytore bleiben selten an einem Platz, die müssen also versetzt werden und damit das einfach und vor allen Dingen sicher geht, haben wir eine sehr breite Auflagefläche gewählt mit sehr robusten Rädern. So kann das Tor durch einfaches Kippen nach hinten versetzt werden. Achtet bitte darauf, dass während des Kippvorgangs und des An- und Anhebens oder Abstellens niemand im Gefahrenbereich um das Tor steht. Das Tor ist relativ schwer, muss es auch sein, weil es ja sicher stehen muss. Und gerade wenn man das versetzt, ist es wichtig, dass sich wirklich niemand hinter oder vor dem Tor aufhält, wenn ihr das Tor versetzt. Gut, abschließend möchte ich bei den Qualitätsmerkmalen mit der Art der Netzaufhängung. Bei unseren Hockeytoren haben wir im Torrahmen die eingefräste Netzaufhängung von Schäper. Eingefräst bedeutet, dass der Netzhaken direkt ins Aluminium eingefräst wird. Es steht nichts vor, es kann nichts abbrechen. Keine Kunststoffnetzhaken, die abgebrochen werden können oder geklaut werden können, absolut nichts. Die Folgekosten werden also dramatisch reduziert und auch das Verletzungsrisiko ist nahezu nicht vorhanden. Das Netz hängt so wirklich sicher und wirklich optisch auch toll. Wenn man ein Hockeytor auf einem frei zugänglichen Platz hat, dann empfehlen wir gerne unsere Diebstahlsicherung aus Aluminium, die man nachträglich in das Profil einbringen kann, abdrehen kann und man kann sie hier verschließen. So kann das Netz auch nicht während des Spiels von einem gelangweilten Torwart zum Beispiel entnommen werden. Auch optisch bildet das hier ein wirklich schön abgeschlossenes System. Unten an den Banden setzen wir auf unser bewährtes Stahlseil, natürlich gummiummantelt aus feuerverzinktem Stahl, da kann also auch nichts rosten. Warum machen wir das? Hier unten im Bodenrahmen ist es wichtig, dass das Netz schön locker laufen kann, ohne dass es von Netzhaken fixiert wird. Das erreichen wir durch dieses Stahlseil, was Masche für Masche durch das Netz durchgefädelt wird. Das geht wahnsinnig schnell und bietet auch optisch eine wirklich schöne Lösung und das Netz ist auch am Bandensystem wirklich gut gesichert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wäre an dieser Stelle auch am Ende. Ich hoffe, wir konnten euch zeigen, warum unsere Hockeytore wirklich zu den besten Hockeytoren auf der ganzen Welt gehören. Wir von der Firma Schäper bauen Hockeytore schon seit vielen Jahren und wir blicken auf eine Erfahrung von über 60 Jahren zurück. Bei uns hat Qualität Tradition und ich denke, ihr könnt das an diesem Hockeytoren gut sehen. Und schaut euch mal auf euren Platz um. Es gibt wirklich wahnsinnig viele Hockeytore, die schon 20, 30 Jahre alt sind. Und ich denke, das ist die beste Referenz, die wir haben. Vielen Dank.